Ein ungewöhnliches Thema hat sich die Ballettschule bei der Mühle aus Schortens für ihre jüngste Produktion ausgedacht. Unter dem Titel SV standen am Wochenende mehr als 100 Kinder und Jugendliche auf der Bühne im Theater am Dannheim und tanzten in einer zweistündigen Aufführung zu Musik von Satie und Smetana, zu Schubert und Schumann, Schostakowitsch oder Sibelius. Selbst das Publikum staunte, sah sehr Schönes und schwärmte von den tänzerischen Künsten der Eleven von Susan Preston. Für die mittlerweile schon 9. große Produktion der Ballettschule drehte sich dieses Mal alles um das S. Und für manchen Zuschauer gab es zudem eine große Überraschung. Denn Musik von den Rolling Stones hätte man in einer Ballettaufführung wohl ebenso wenig erwartet wie die Schlagzeugextase vom Safri Duo oder die Titelmusik aus der Sesamstraße. Das macht die Schule weit über die Ortsgrenzen interessant für tanzbegeisterte junge Leute.